Was geht ab, Lord Finesse? Lofi. Müllern vibe gerade zu Hause. Naja, das ist das alte Overlay, weil ich meine Wii zu Hause vergessen habe. Und deswegen nicht lieber Dolphin benutzen kann. Deswegen Oldschool 4:3. Hört man mich hier auch gut? So als Frage? Keine Ahnung. Ob man... Okay, nice. Thank you.
Sind so alles im Chat? Hallo, hallo. Ja, Ophis habe ich gesehen hier. Wollte Ophis nicht kommen? Also nicht von der Firm? Hat was im Chat geschrieben. Haramboy? Ja, Haramboy ist aber immer da. Ja. Der zählt nicht. Ja, gestern war. Letztes Mal war, glaube ich, hier. Ja, letztes Mal war es. Ja, letztes Mal war der hier. Bestimmt war der da auch im Chat. Der ist überall. Ja, der war, glaube ich, auch einmal im Chat. Jojo macht das ja auch öfters. Mhm. Wenn er dann nach Hause geht und dann noch weiter guckt. Oh. Diesmal kein 16 zu 9? Oder? Naja, weil ich meine Wii vergessen habe. Ich meine, es passt ja trotzdem. Ja. Schon nice, dass du dann noch einen Backup-Plan hast. Das ist halt das, was davor war. Das ist trotzdem so viel mehr, als andere Turniere es haben. Besser als Arcadia. Besser als HTS, besser als Virtual, besser als jedes andere Turnier. Ja. So. Ich meine, so die meisten Streams geben sich halt so gar keine Mühe, was ich halt, man kann schon nachvollziehen, man kann ja so, guckt Mili zu. Aber ich finde es halt teilweise weird, wenn man so richtig viel Arbeit und so steckt in die Quality von dem Mili-Event an sich, so, dass alles läuft. Und dann der Stream so unglaublich trash ist. Ich meine, das ist nicht so wichtig, der Stream, aber das ist halt trotzdem funny. Aber ich finde halt manchmal auch ziemlich wichtig, vor allem wenn man halt irgendwie analysieren möchte oder so, die Spiele dann auch. Ich finde, es muss halt watchable sein, aber. Ich finde es halt schon cool, einen guten Stream zu haben, so im Nachhinein so. Ja. Einfach als Erinnerung. Weil ich meine, so Bilder oder so Fotografen haben wir hier nicht wirklich. Deswegen ist so der Stream meistens das Einzige, was wir haben von dem Event. Dann ist es schon cool, wenn der auch nice ist. Ich finde halt auch neuerdings bringt halt so Melee-Streams und so Leute eher in die Community rein. Ja, ja. Als, naja, Live-Events, wer geht denn da freiwillig hin als allererstes Video? Ja, ja. Keine Ahnung, vor allem so Discord ist halt auch super unübersichtlich und nicht einsteigerfreundlich. So, es ist halt super schwer, gerade in die Community reinzukommen. Ja. Der größte Boost war, glaube ich, dadurch, dass Ludwig Melee spielt. Das kann sein. Ich weiß nicht, wie sehr es im deutschen Raum war. Aber ich finde es einfach krass. Ich kenne halt auch viele Leute, die halt so außerhalb von mir dann halt in Kontakt mit Melee kamen, halt auch durch Ludwig. Ja. Also die haben es nicht gespielt, aber so, das ist halt wichtig, so zu zeigen, das Game hat halt auch Präsenz, ne? Ja. Wenn es halt ich spiele, irgendein random Dude, der ein altes Game spielt, ja okay, juckt keinen. Ja. Aber wenn man dann halt auch hört, ey, Ludwig, einer der größten Streamer, interessiert sich für Melee, das ist halt schon wieder was anderes. Ja, das ist so weird. Ich mach manchmal auch Spaß, einfach so Twitch gucken, wer ist gerade bei Melee Online. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Dude aus Berlin gesehen, der halt noch nie auf dem Turnier war. Und der hat einfach Melee gespielt und der und ist halt so, möchte so Ludwig von Berlin, von Deutschland sein. Das ist halt echt interessant sowas. Mhm. Und bei uns kommen auch richtig viele Leute Öske, glaube ich. Ja, Haramba ist doch auch von da, oder? Ich glaube schon. Ja, das ist irgendwie so eine weirde Mischung. So dass du so die Überschneidung zwischen Links, Twitter, Öske und Smash hast. Und Ludwig. Ja, und dann halt noch Dennis ist ja auch noch irgendwie mit dabei. Ja. Alles irgendwie weird. Hast du gewonnen? Ja, also krank. Krank gegen Honolulu. Junge, mein erster Win überhaupt gegen Honolulu. Soll ich schreiben, dass das Kauf war oder nicht? Das wäre so cool, wenn man einfach Notizen hinzufügen kann.
Es war close. Was denn Moon of Sea, K17. Dann war halt K17. Ja, Nix mehr. Ja, übel. Das kommt. Am Anfang noch der Bock. Den treffen wir den Fußball. Suva auf Broly und den beiden. What? Holy shit. Also was habe ich gegen Also im Moment sieht es halt aus, als würde gegen Goff gehen. Was? Wait. Nee, Loser von hier. Von ja, Parsec. Gegen Magic. Nee, Loser von Parsec gegen den Winner. Achso, Parsec ist ja auch ein Winner davon. What? Er muss gegen den. Oh mein Gott, okay. Ja, und damals war es halt. Jan ist ja durch Konzi am Melee gekommen, ne? Ja. Durch Schüler gemischt? Erste Schule. CT mitgebracht. CT war es da. Ja, weil Schule halt. Weil Berliner Schule. Leider nicht. Hatten wir genug CRTs in der Schule. Und viele sind, glaube ich, auch durch TU gekommen, oder? Echt? TU Smash? Gibt's sowas? Das gab's mal. Gab's mal, ja, von TU. Von TU. Von Fusen. Oder? Also bei uns war es halt in der Region nie so ein Ding, dass man irgendwie durch irgendwelche Gruppen oder so oder durch Freunde reingekommen ist in die Community. Es war immer so, wenn die Leute selber Bock hatten, sind die gekommen. Okay. Und da, damals wir haben aktiv rekrutiert, Alter. Ja, wir haben es halt teilweise probiert, aber es wurde nie was. Und es war halt manchmal so richtig weird, weil ich weiß noch so, Shima und Kinso, ne? Die waren halt legitim gleiches Semester, gleicher Studiengang, die kannten sich. Aber Shima war aktiv halt auf Turnieren und Kinso war halt krasser Netplay-Warrior und die wussten es nicht, ne? What? Das ist einfach so. Die haben halt nie drüber geredet und drum dran, so. I guess, ja, warum sollte man aber trotzdem... Na, ich bin halt durch meinen Bruder rangekommen und er ist halt durch Benno. Das ist Benno. Ich habe halt voll viele meiner Freunde versucht zu überreden, ey, probiert das wenigstens. Selbst mein ganzer Freundeskreis, aber niemand hatte Bock. Meine Leute sind immer im Chat, jetzt gerade sehe ich gerade, aber die hole ich immer ran. Auf Smash, Leider, von den Hamburger. Ich meine, wenn ich irgendwie auf Smash-Letter oder so online so herausgefunden habe, ey, der Dude ist aus meiner Region, so, natürlich habe ich auch versucht, sie zu rekrutieren. Aber ich weiß nicht, so bei uns gab es halt nie irgendwie so einen Uni-Verein oder... Wir hatten auch nicht mal wirklich aktive Weeklies, die waren immer bei mir zu Hause. Ja, aber wenn überhaupt. Ich habe keine Ahnung, dass Leute das noch spielen. Also, Kanzi hat es mitgenommen und war so, oh geil, Leute spielen das Spaß hier, Smash. Voll lustig, warum das auf dem GameCube? Es gibt doch schon eins für die Wii. Vor allem das Problem ist, ich glaube, das ist aber tatsächlich besser, wenn die Leute nicht wissen, dass man spielt, als wenn die Leute wissen, dass es competitive gibt. Weil die Leute denken immer, es ist viel, viel zu hart und deine Hände gehen halt kurz 20xx und dran. Diese dummen Vorurteile gegenüber. Fox, es ist viel, viel besser. Dann ist es Top 8 ein Fox. Ja. 7 verschiedene Charaktere. Es ist halt so viel besser, wenn die Leute einfach keine Ahnung haben, dass Melee existiert, dass man es denen so zeigt. Als dass sie halt schon diese Vorwissen haben. Weil das hat so viel Schaden angerichtet. Ich hab's als Kind schon gespielt, deswegen konnte ich die Basics schon. Ich glaube, sowas mit Ranked Mode wird richtig, glaube ich, pushen. Ja. Wenn es halt gut gemacht ist. Ja, das Problem, was halt voll viele Leute haben, um nicht auf Turniere zu gehen, ist halt, die denken, sie sind für Chat und wollen sich nicht blamieren oder so. Ja, wo hab ich mein Deck? Unser zweitlowest Seed heute ist Animal Rights. Wo ist der hin? Hier. Aber ey, das ist halt voll blöd. Unser zweitschlechtester Seed heute ist Animal Rights. Der fängt jeden Anfänger weg. Ja, das ist halt so die Sache. Man hört ja voll oft von Newcomern. Ja, ich will erst auf ein Turnier, wenn ich ja wirklich Results kriege. Okay, dann spiel erst 5 Jahre, bevor du auf ein Turnier gehst. Sorry, du kriegst halt immer aufs Maul. Genau, ich hab ein Jahr Netplay gespielt, bevor ich herkam. Nee, das Gute ist zum Beispiel bei der Ultimate-Community. Ich bereue es auch. Die Ultimate-Community von Berlin machen so coole Sachen. Zum Beispiel bei jedem Weekly. Die haben halt riesen Turniere. Die haben die Fähigkeit. Die haben halt so 100 Leute B-Weeklies und so. Die haben Newcomer-Turniere, wo halt Newcomer gehen. Ich war bei einem Turnier, die haben... Das Newcomer-Turnier hatte immer 100 Leute. Ja. Es waren 100 Leute zum ersten Mal da. Ja, außer Slipknot, der Wichser durfte das im Grunde mitmachen, obwohl das schon zweimal gewonnen hat, das Newcomer-Turnier.
Ich bin noch salty drüber. Ich bin Dritter geworden, Alter. Und die haben auch so eine Art Partnerschaftsprogramm, dass man so eine Art Mentor hat. Dass man sich so einen Mentor holen kann und dann halt von denen dann Tipps gibt. Ja, dafür haben wir halt zu wenig Spiele. Ja, das können wir halt nicht machen. Wir können ein Learning-Turnier machen mit einem Typen alle vier Wochen. Ja, aber sowas wie Mentoring oder so finde ich halt ziemlich cool. Ey, ich bin schon Mentor für Dennis ab und zu. Wir müssen auf Mentor-Fall blechen dafür, ja. Will die Spieler ein bisschen reich sein.